Servus, ich bin's, der Basti. Ich stelle euch heute Dokumenta Art vor, ein Spiel von Rainer Knizia, das beim Pegasus Verlag erschienen ist, jetzt auch 2013, diesen Sommer. Und Dokumenta Art ist ein Spiel, das schon mal da war, und zwar als Modern Art das Kartenspiel. Und das war wiederum der kleine Bruder, das heißt der Ableger von Modern Art, dem großen Beachspiel, das eigentlich auch relativ beliebt ist, zwar nicht bei mir selbst, obwohl ich ein großer Beachspiel-Fan bin, aber mir jetzt nicht so gefallen, aber das auf jeden Fall seine Freunde hat. Und das Ganze wird jetzt kombiniert mit der Dokumenta-Lizenz. Im Grunde haben wir hier eine, ja, versuchen wir hier eine Ausstellung an Kunstwerken zusammenzustellen, und eben all diese Kunstwerke haben so die Optik von Entenhausen, sagen wir es mal so. Und wem das jetzt interessiert, der soll sich das Ganze jetzt hier mal anschauen, die Erklärung, und am Ende sage ich euch, was Dokumenta Art gut oder vielleicht schlecht macht oder ja, wie ich es allgemein einfach so finde. Gut, bis gleich. In Dokumenta Art geht es darum, über 4 Runden die besten und wertvollsten Ausstellungen der Entenhausener Kunst hier auf dem Tisch zu präsentieren. Wir haben Kunstwerke verschiedener Epochen, Moderne, Klassizismus, Impressionismus, Barock und Rokoko, Mittelalter, Renaissance und Antike. Zu Beginn des Spiels, aber auch zu Beginn jeder der 4 Runden, bekommen die Spieler Karten, und zwar so viel wie auf dieser Tabelle vorgegeben, je nach Spielerzahl und Rundenzahl unterschiedlich. Ich befinde mich jetzt hier bereits in der 2. Runde, um euch ein Spielbeispiel präsentieren zu können. Das sieht man daran, dass hier bereits Marker liegen, das heißt, diese Kunstwerke sind schon mal etwas wert. Also die Moderne, eine Karte der Moderne, ist immer schon mal auf jeden Fall 3 Punkte wert, sofern sie denn gewertet wird, denn das ist nicht unbedingt gesagt. Auch sind hier schon in dieser Runde ein paar Karten gespielt worden. Zu Beginn einer jeden Runde wird zudem eine dieser Karten aufgedeckt. Das ist die Trendkarte und die zählt ganz normal zu der Ausstellung, die hier auf dem Tisch entsteht, mit dazu. Ja, die Spieler haben jetzt also hier Handkarten, und hier gibt es einfach ein paar witzige und lustige Anlehnungen. Hier zum Beispiel Maria und Jesus, dann ein Sarkophag mit Entenschnabel, Albert Einstein in Entenform, der Schrei, Che Guevara sogar, Archäopteryx mit Entenschnabel, also einfach bisschen witzige Sachen. Ich kenne ehrlich gesagt nicht alles, ich bin jetzt kein riesen Kunstkenner, aber so manches kann man dann doch einfach erkennen. Hier Martin Luther, Da Vinci und so weiter und so fort. Ja, und diese Karten spielt man jetzt eben aus. Reihum ist jeder Spieler am Zug und hat genau eine Aktion, in der er eben eine Karte spielen kann. So, nehmen wir mal an, dieser Spieler hier spielt eine grüne Karte. Jetzt wird es schon brenzlig in dieser Runde, denn sobald 6 Karten einer Farbe ausliegen, die Trendkarte zählt dazu, endet die Runde und es kommt zur Wertung. Wir haben jetzt also schon mal 5 dieser grünen Karten ausliegen, das heißt, die Runde könnte jeden Moment zu Ende sein. Aber dieser Spieler hier entscheidet sich jetzt noch keine grüne Karte zu legen, vielleicht hat er auch gar keine, und spielt jetzt mal die Karte der Antike. Jede Karte ist eigentlich nur einer Epoche zugehörig, manche Karten weisen aber eins dieser Aktionssymbole auf. Die sind dann auch nachzulesen auf dieser schönen Übersicht hier. Und dieses Zeichen erlaubt es mir einfach, jetzt einen Punktemarker auf eine der Epochen hier zu legen. Dieser Spieler möchte ein bisschen auf die Antike gehen, also verstärkt er die schon mal mit 2 Punkten. Das heißt, die Antike ist jedes Mal schon auf jeden Fall 2 Punkte wert, sofern es in die Wertung eingeht. Gut, dann ist der nächste Spieler an der Reihe. Er spielt eine braune Karte, also aus dem Mittelalter und der Renaissance. Und dieses Symbol hier, was in der Ecke erscheint, erlaubt es ihm, eine Farbe oder eine Karte der gleichen Farbe noch zusätzlich mit auszuspielen. So, jetzt ist wieder unser Startspieler an der Reihe. Er spielt hier diesen Neandertaler mit Entenschnabel, also auch eine Karte der Antike, vor sich aus und darf jetzt eine Karte von seiner Hand verdeckt vor sich ablegen. Die Karte wird erst aufgedeckt, sobald das Rundenende da ist. Und jetzt geht die Runde immer noch weiter. Er spielt hier wieder eine Karte der Antike. Er spielt eine orangene Karte und darf dann auch wieder durch dieses Symbol eine verdeckt vor sich ablegen. Und jetzt letztendlich beendet dieser Spieler die Runde. Er legt eine weitere grüne Karte und jetzt ist die Runde vorbei. So, jetzt werden die Karten hier aufgedeckt und noch mit dazu addiert. Effekte dieser Karte werden jetzt auch nicht mehr ausgeführt. Und jetzt wird einfach geguckt, von welcher Epoche liegen hier die meisten Kunstwerke aus.
Von Grün sind es jetzt 7 Stück, das ist das meiste. Also kommen hier 3 Punkte vor die Karte, nicht drauf, das ist ganz wichtig. Dann haben wir hier 4 Karten der Antike. Also kommt hier der Zweiermarker drauf. Und von der Renaissance und Mittelalter sind es 4 Karten, da kommt der Einsermarker hin. Bei Gleichstand bricht einfach die ältere Epoche den Gleichstand und gewinnt. Also das heißt, hätte Renaissance und Mittelalter und Antike gleich viele Karten ausliegen gehabt, würde es zugunsten der Antike ausgehen, der höhere Marker kommt hierhin. So, und jetzt dürfen die Spieler auf einen Stapel, den sie bereits gelegt haben, eine weitere Karte spielen. Also dieser Spieler könnte beispielsweise noch eine grüne Karte spielen oder eher noch eine Karte der Antike. Allerdings keine Karten, die sie nicht schon ausliegen haben. Ist das geschehen, wird jetzt schließlich gewertet. Und zwar so, die orangenen Karten hier sind vollkommen wertlos, denn hier liegt kein Marker davor. Folglich gehen sie nicht in die Wertung ein. War also vergoldete Liebesmüh. Und jetzt werden nur diese anderen Karten gewertet. Hier haben wir 4 insgesamt, das ist der Multiplikator für den Kartenwert, also 2 grüne Karten habe ich, 4 mal 2 sind 8 Punkte. Und hier habe ich 2 mal 1 ist 1 Punkt und hier habe ich 1 mal 4 sind 4 Punkte. Und das führt jetzt jeder Spieler durch, die Punkte werden notiert und dann geht es in die nächste Runde. Es werden wieder einfach Karten verteilt, die Karten, die ausliegen, hier kommen alle weg. Die Spieler behalten ihre Handkarten, kriegen eben nur neue dazu und so spielt man eben Runde für Runde, bis das Ende der letzten Runde gekommen ist, die letzte wäre dann. Das war jetzt Documenta Art, kurz und schnell erklärt. Documenta Art kommt einfach jetzt mit ein paar Karten daher, die eine gute Qualität haben, die vollkommen in Ordnung ist, ein paar Pappmarker dabei, aber das war schon alles. Ja, knuffig ist jetzt einfach diese Aufmachung, diese Entenhausener Kunst. Ich habe ja schon ein paar Beispiele gezeigt. Ich konnte mich da wirklich am Anfang köstlich amüsieren drüber, obwohl ich jetzt nicht der Riesenkunstkenner bin und habe ich trotzdem einiges wiedererkannt und fand es einfach witzig. Ich hätte es noch schön gefunden, wenn vielleicht so eine kleine Beilage dabei gewesen wäre, wo man dann nochmal richtig bei jeder Karte nachgucken kann, an welches große Kunstwerk ist es jetzt eigentlich angelehnt, weil alles kennt man dann eben doch nicht. Ja, das Spiel an sich ist, sag ich mal, anzusiedeln im Familienspielbereich. Man hat hier zwar gewisse Entscheidungen und ja, Überlegungen, die man anstellen muss, aber letztendlich ist man dann schon ein bisschen abhängig vom Kartenglück, von den Karten, die man nachzieht, von den Karten, die die Gegner dann auf der Hand haben und je nachdem, wie schnell, wo man in der Reihenfolge sitzt, ist man dann vielleicht in der letzten Runde auch dann nicht mehr dran, weil man eben weit hinten sitzt und der Startspieler vielleicht gerade die Runde ausmacht, dann ist es vorbei. Das ist oft mal ein bisschen ärgerlich und frustrierend und hier kommt es auch wirklich oft vor, dass ein Spieler richtig abgeschlagen am Ende hängt, während sich vielleicht ein, zwei um den Sieg streiten. Und ja, das muss man eben wissen, es ist einfach nicht hundertprozentig planbar. Dennoch finde ich es eigentlich ganz witzig, weil es eben gerade so leicht zu erklären ist, so einsteigerfreundlich ist. Man hat hier auch diese Spielerhilfen dabei. Redaktionell habe ich schon ein bisschen Kritik an der Regel, denn manches ist nicht ganz klar geregelt. Zum Beispiel, was passiert, wenn nur 2 Farbenkarten ausliegen? Kriegt dann trotzdem das älteste Zeitalter den einen Punkt oder wird er dann einfach weggelassen? Das ist irgendwie nicht geklärt, habe ich nicht gefunden. Aber ansonsten kann man sagen, macht es schon Spaß. Es ist nicht für Planer und Strategen, für Vielspieler, die was Anspruchsvolles suchen. Es ist halt auch wieder so ein kleiner Aufwärmer oder Absacker, den man gern mal spielen kann. Es ist jetzt nicht das Nonplusultra-Spiel, aber es hat mich doch eigentlich überrascht und es hat mir doch eigentlich ganz gut gefallen. Und habe es jetzt auch wirklich einige Male gespielt und gerade mit Leuten, die nicht so oft spielen, ist das ein nettes Spiel, wo man sie ein bisschen oder ihnen mal ein bisschen ein anderes Spiel zeigen kann und sie ein bisschen in die Brettspielwelt vielleicht reinholen kann mit was anderem als Monopoly oder Mensch, ärgere dich nicht. Also dafür ist es auf jeden Fall geeignet und es kostet ja auch nicht die Welt, also ist durchaus eine Anschaffung wert. Aber es ist für mich jetzt nicht unbedingt ein Must-Have, aber durchaus einfach nett. Ja, das ist jetzt so mein Fazit. Und vielleicht noch zu sagen am Schluss, dass es sich wirklich in kurzer Zeit spielt, dass es in allen Besetzungen recht gut funktioniert, nur zu zweit macht es nicht ganz so viel Spaß. Aber ansonsten, ja, passt es auch alles. Gut, das war's. Ich sage bis zum nächsten Mal. Und jetzt, wenn ihr abschaltet, könnt ihr vielleicht auch nochmal vielleicht einen Kommentar posten oder uns einen Daumen geben, einen Like-Button drücken oder irgendwas und uns einfach ein bisschen Rückmeldung geben, wenn euch das Ganze gefallen hat.
und lasst euch einfach mal sehen und hören bei Spielama. Wir freuen uns da immer drüber. Bis zum nächsten Mal. Servus.